Morgen aus dem Blinke-Hotel. Wir haben noch nichts gespielt bis jetzt, aber wir sind noch ein bisschen uncool. Speziell guten Morgen aus unserem dunklen Zimmer. Hier scheint die Sonne, im Zimmer ist es dunkel. Wir haben doch nur den Döller verzockt. Habt ihr noch? Nein, leider nicht. Wir gehen aber heute Abend. Cool. Bellagio. Rechts ist Paris. Das ist Bellagio. Hast du da, wo der Film spielt? Ja. Alice. Da gehen wir doch auch hin. Welcher Film spielt in Bellagio? Oceans. 13. Oceans 13. Und da gibt es den Eiffelturm. Und eine Weltkugel, die sieht man leider auf dem Vlog nicht, aber später, Leute. Und dann kommt noch Venedig. Und Treasure ist geradeaus. Na, Treasure Island ist das Witzige. Und links ist das Mirage und das Caesar's Palace. Genau, das war ja früher. Aber da gab es doch nichts, da gab es doch nicht so viel anderes. Aber die haben jetzt Renovierung, weil gekauft wurde keins. Da drüben ist Paris, der Arc de Triomphe. Wahnsinn. Nein, Venedig kommt doch erst später, dachte ich. Aber ich dachte, keine Ahnung. Also hier ist Paris. Ist ziemlich lang, wenn man den geht. Ja, hier da muss man wirklich latschen und latschen und latschen. Caesar's Palace. Da vorne ist dann das Mirage. Flamingo kommt dann. Das Flamingo, da haben wir doch diese Pizza gegessen. War das in Flamingo? Ja, ich glaube. Caesar's. Also ich. Da, da, da. Das Flamingo, da sieht man gar nicht richtig. Also, das Hotel ist jetzt echt super. Unser Hotel ist einfach das Beste. Das Mirage. Killers. Live in Las Vegas. Boah, wow, Leute, das will ich sehen. August 24, das ist jetzt. Caesar's das Palace. War das schon. Oh, warum das war das schon? Gestern. Was vorgestern? Ja. Wieso sind wir da nicht hingegangen? Leute. War das das, was du mir erzählt hast? Kann sein? Die Killers. Ja, das kann das theoretisch Killers, sein. Du mir erzählt hast. Und da hast du mich, genau, das waren die Killers. Und da hast du mich gefragt, ob wir hingehen. Und dann habe ich gleich gesagt, nein. Toll. Und dann habe ich mir nur gedacht, dass ich sofort nein gesagt habe. Ja, mit was für welchen Eltern ich gestraft bin. Arsch, das ist irgendwie. Es ist zu, schau, ja, es ist zugemacht. Die bauen da nämlich. Keine Ahnung. Boah, guck mal, da geht auch ganz schön kaputt. Ja, drei Jahre. Da vorne bei dem Treasure Island, da war diese Show. Da hier ist ja noch. Das war alles ebenerdig, das ist jetzt alles höher gesetzt. Da rechts ist jetzt Venedig, Leute. Sorry. Fahrengondel? Nee. Vielleicht da vorne schon. Vielleicht innen drin so. Ah, da gibt es Venedig, da gibt es die Treasure Island. Da war die Show bei Treasure Island. Ja, da ist eine Gondel. Das ist wirklich, da fahren sogar Leute. Ja. Das ist ja cool. Schau mal links, ob da eine Show. Da sind die Schiffe noch. Ja, sind sie. Da war dieses. Alle halbe Stunde haben die miteinander gebombt und gekämpft. Schaut das auch nicht so? Nein, das ist ja wirklich noch ganz klein nur noch. Vielleicht das war damals da unglaublich groß. Nein, nein. Vielleicht kam das uns größer so vor, weil wir einfach so begeistert waren. Oh Mann. Gott, wir können uns für nichts mehr begeistern. Wir haben schon alles mal gesehen und alles geklappt. Ja, das tut mir so leid für euch. Wie schwer muss das Leben sein, wenn man schon alles gesehen hat? Und da ist doch das Wind schon. Boah, da ist voll der schöne Wasserfall. Das neueste Buffet der Welt. Ben, kommen wir essen. Blacks, Oma Scheren, Steak. Gerade. Wir wollen Stealth Park. Und außerdem in Sushi. Ein Steak. Was hast du? Hummer, Steak. Das stimmt nicht, was es da angibt. Da gibt es das nach vorne und dann ist das Park nice. In welchem Hotel sind wir? Was machen wir hier? Wir gewinnen. Wir gehen auf das niceste Buffet und essen unser Körpergewicht. Schau mal, hier steht es sogar schon an. Das schaut aber viel netter aus als bei uns, ehrlich gesagt. Anderen Casino-Vibe. Es ist nämlich so tief. Da sind auch Leute an den ganzen Tischen. Das ist ja echt cool. Unser Hotel ist so stockfinster und hier ist es einfach so grün. Guck
Publikum, das durch die Promenade gehen. Also wir sind jetzt im Wynn Hotel, nur zur Erinnerung. Falls ihr auch interessiert seid an den unterschiedlichen Hotels. Fried Fish, da gibt's Hummer, Sushi. Boah, ich hab das falsch an. Ah, die gibt's neu jetzt. So, bevor ich's dreckig gemacht habe, diese Getränke sind inklusive. Und das ist das Buffet. Ich trinke Sprite, wir alle trinken Sprite und das Buffet ist der Hammer. Ich gehe das jetzt den Leuten zeigen auf YouTube. Food. Mexikanisches Zeug. Alte Suppe. Obst. Es gibt einfach immer ein Blaubeeren und Erdbeeren. Mit Drachenfrucht. Salate. Das riecht einfach nice. Käse. Lecks. Es gibt sogar Pizza. Rahmensuppe. Ich liebe es hier. Habe ich das schon mal gesagt? Julia ist auch in ihrem Element. Ich bin da hin und habe gesagt, ob ich Rahmensuppe haben kann. Hat er gesagt, ja. Sehr nett. Sehr netter Mensch. Alter, wenn ihr die Jenny glücklich machen wollt, stellt ihr Obst hin. Und Schokotörtchen und unbegrenzte Suppe. Wir haben schon weitaus mehr über 200 Gramm. Wir essen endlos viel. Schon mal. Ich esse jetzt mein Gewicht in Brombeeren, meiner Lieblingsbeere. Aber ich liebe auch Erdbeeren. Erdbeeren. Leute. Triple Mousse Cake. Krebs, Kekse, wow, nice. Kuladen, Lavakuchen. Ihr Erlebnis ist verändert. Ich bin ungefähr im 5. Monat schwanger jetzt. Es war einfach der Hammer. Großartige Empfehlung für alle, die in Vegas sind und gerne das Wills Hotel besuchen möchten. Buffet 76 Dollar pro Person. Also. Ich erzähle mal, es hat nicht gelohnt. Aber warte, ich erzähle über, es gab viele Gurken, es gab Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Wassermelone, sehr leckere Ananas. Vor allem sehr gutes Obst. Also es also gab wirklich sehr top. Gutes Obst, man sieht so gar nichts. Sorry. Es gab Eis, das Raspberry Eis war gut. Es gab eine perfekte Creme Brûlée, wirklich. Und es gab auch wirklich sehr leckere Salate. Ich habe einen Salat gegessen mit Erdbeeren und Orange, der war wirklich köstlich, vor allem mit einem mit europäischen Dressing, also kein Ranch oder so. Also alles sehr gesund, ohne viel Fett und Scheiß, wie in Amerika üblich ist. Man muss allgemein sagen, das Essen war sehr europäisch. Kein Fast Food. Es gab tolles Steak, es gab viel, also europäisches Quatsch, es gab viel mexikanisches Essen, es gab gebratenes Gemüse, ganz normal. Es gab so richtig echtes Essen, wie wir es von uns eigentlich daheim kennen. Es gab eine ganz tolle asiatische Theke mit Sushi, mit Potstickers, also diesen kleinen Dumplings. Ich habe sogar Hummer und Krabbe probiert. Es gab eine Ramenbar, es gab eine Taco-Bar, wo man sich Tacos machen lassen konnte. Es gab Krabben, kalt, warm, Lobster kalt, es gab ein Seafood-Boil. Es gab sogar italienischen Schinken. Es gab italienischen Schinken, es gab verschiedene Suppen. Wirklich nice. Es gab, wie Julia schon beschrieben hat, ganz tolles Obst. Der gelaufen ist, hat Peace gemacht, weil er wollte auf die Liebe sein. Oh, tut mir leid. Er war leider falsch nicht da. Also wirklich ganz toll. Wir müssen da rechts. Ganz tolles Essen und Nachspeisen. Tolle Törtchen, Krebs, Eis. Und eigentlich war wirklich alles extraordinär lecker. Und nein, ist sie nicht. Du musst sie machen. Bitte, sie geht nicht aus. Komm schon, das Video ist schon 2 Minuten lang. Wir müssen uns beeilen.
jeden Fall. Auf jeden Fall war es der Hammer und ich habe ungefähr mein Körpergewicht in Obst und allem gegessen. Aber jetzt ist mir doch so ein kleines bisschen schlecht, aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich. Ah, Schokolava-Törtchen gab es auch. Also absolute Empfehlung. Kommt hungrig und geht mit, also wie gesagt. Und jetzt gehen wir ins Gym, damit der Bizeps wächst. Nicht allen ist der Bauch gewachsen, manche haben auch gewachsene Muskeln. Wir haben viele Proteine zu uns genommen. Also ich habe wirklich mein letztes für eine ganze Woche. Steak und Edamame. Würde ich auch sagen, Steak, und Fisch, Lobster, Crabs, das Sushi. Das letzte Essen, echte Essen. Hey Papa, wie fandest du das Essen? Wie fandest du es? War unglaublich und es war echtes Essen. Echtes Essen, obwohl wir in Amerika sind. Cool. Mama, möchtest du auch was zum Essen sagen? Sie nicht, danke. Es war, oh Gott sei Dank, es ist ein bisschen wärmer. Ich liebe es hier. Da ist einfach Gordon Ramsays Hell's Kitchen. Sandwich. Wow! What are you? Wow. An Idiot Sandwich! Wow! Gordon Ramsay! Don't put this in the fucking microwave! Fucking microwave. Nein, in Amerika. Läuft's noch? Ja. In Amerika. In Amerika sagen die, don't put this in the beep! Microwave! Toll, das ist beim zweiten Mal zensiert. Die Sonne ist untergegangen. Die Sternlein prangen noch nicht. Aber wir schauen uns jetzt Vegas an. Wir nehmen das Auto zum Strip. Und fahren in ein Hotel, damit wir nicht so weit laufen müssen. Und gehen zum Caesars Palace und anderen Hotels eben auch. Bitte nicht hupen. Der neue Eingang. Und jetzt renovieren sie es komplett und machen eine Riesengitarre vorne, in der man wohnen kann. Cool. Das heißt dann Hardrock und Gitarre. Es gab schon mal einen Hardrock und das haben sie zugemacht in 2020. Sie stecken jetzt da irgendwie ein paar hundert Millionen rein und 2027 ist dann die Eröffnung. Witzig, dass sich das lohnt, dass man sowas macht. Aber was ist mit dem Hard Rock Café hier recht? Das ist. Entschuldigung, ich gehe. Oh, danke. Wir sind jetzt im Mail und schauen uns das Casino ein bisschen an. Ich bin leider voll. Danke. Das ist sehr schön. Was hätte es besser nicht gehen? Wow, das hier ist ja was ganz anderes. Es gibt sogar echte Pflanzen. Wie schön. Attenhaus habt ihr das hier. Dann baue ich mir da auch so Heißluftballons rein für meine Partys. You make me fly by the world's circle. You know that I'm on the highway to hold on. Also das jetzt vom Casino her am jeden Fall am edelsten. Aber die gleichen Maschinen, das gleiche Prinzip wie wirklich überall. Ich habe meinen Reisepass dabei. Ich kann also spielen. Hier, das gewinne ich. 28.962, aber nicht da, weil da möchte ich nicht spielen. Ich möchte an so einer coolen. Da steht außerdem Out of Service. Ich spiele irgendwo, wo es cool ist. Hier schaut es draußen so aus. Was, wenn du erschlagen wirst von den Türen? Kannst du sie verklagen. Das Hotel so, dann. Wenn wir jetzt zum nächsten wollen. Also gehen wir links und dann rechts runter. Bitte. Leute, der Eiffelturm. Wollt ihr auch mal mit? Ja.
schaut ja schön aus. Mama, das Schöne ist, man hat echt viel Speicherplatz auf dem Handy. Kutscher! Teufelsküche. Ja. Nee. Doch. Höllenküche. Ja, aber das ist Deutsch. Kannst du es dem Jojo schicken? Ja, wollte ich gerade sagen. Ja. Hotel Hell und Kitchen Nightmares waren meine Lieblingssachen. Es gibt hier den Green Fairy Garden. Wow! Bisschen wie als ob Pompeji nicht unter einem Vulkan getroffen worden wäre. Das ist mein Papa. Hallo! Jedes Hotel ein anderer Stil. Jedes Hotel die gleichen Automaten. Aber die gleichen Automaten, ja. Leider innen schaut es immer gleich aus. Also die, das sind die Spiel. Automaten, mit denen man viel Geld machen kann. Als Hotel, ja. Wie wäre es mit. Treasure Island, next stop. Stop. Bin jetzt ab. Papa will das Mirage fotografieren, glaube ich. Hey, mate. What's I don't know. I've been dealing with some things like... And really didn't sleep much. That's nice. Nice. Ich habe mit der Julia so schön gesungen, deswegen wollte ich mit ihr gerade aufsingen. Schönes Julia und ich haben gerade die Killers, weil hier waren die, haben die gespielt, die Killers, und wir haben sie leider verpasst. Also haben wir nur ganz kurz unsere eigene Konzertshow gemacht. Wir haben schon im Auto gesungen. Was haben wir schon im Auto gesungen? Was ist das schon mal? Sogar zwei Stimmen. Oh ja. Donnelala ma poleme neve d'entre l'an de sa a coeur de la vie. A ta de la a coeur de la vie. Santé de donnelala ma poleme. Santé de la santé de la. Elle est. Den Text kann ich nicht ohne Text. Ja. Aber wir haben schön gesungen, Leute, glaubt uns. Schön gesungen. Wirklich schön. Ja, ja. Nicht so wie jetzt gerade. Ja. Mama ist auch noch da. Jetzt sag. Nur wir verlieren die Mama immer ein bisschen. Ja, wir verlieren die Mama immer. Die Mama verliert sich selber. Aber sie kommt auch immer wieder. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. So ein braves Hündchen, das haben wir mal hinterher. Gut, dass die Mama das nicht anschaut, ne? Leute, wie im echten Leben in Venezia. Rialto, ey. Campanile. Ich bin schon in Italien. Ach, certo, perché? Tu sei stupido. Un po' solo. Solo un po' stupido. Come si dice vergessen in italiano? Tu conosci? Warte, ich weiß, Die Muero oder so.
Die Rimini-Biere. Bitte schreibt in die Kommentare, Natascha, du weißt es sicher, was heißt vergessen auf Italienisch? Also ich möchte sagen, ich habe vergessen. Ja, vergessen. No. Ich weiß es nicht mal mehr. No, no, no. Non è corretto. Hotel hier haben wir unser fantastisches, einzigartiges Nachmittagsdinner eingenommen. Das ist das Palazzo. Das schaut ein bisschen länger nicht aus. Und jetzt sind wir Treasure Island. Aber da ist kein Wasser drin. Und da auch nicht, da sind nur Schiffe. Ich glaube auch. Es war ein großer See und die zwei Schiffe sind gefahren aufeinander zu. Dann hat das andere beschossen mit richtigen Kanonenkugeln. Da sind Taucher ins Wasser gesprungen und quasi gestorben mit Kostümen. Und dann ist bei dem einen Schiff der Masten runtergefallen. Cool. Es gibt so leider kein Wasser hier. Ja, das ist jetzt nicht mehr aktiv. Ja, das ist jetzt auch hier zu. Hier könntest du ja gar keine Schiffe fahren lassen. Schade. Weißt du, und deswegen was von euch hätte ich gerne gesehen. Weißt du, mit so abgespaceden Shows und krassen Sachen und nicht, wo du einfach nur ein paar Sachen aufgebaut hast. Das ist langweilig. Man kann es noch erahnen, ne? Aber ja, das ist unten auf Schienen gelaufen, schau mal. Schade. Das war bestimmt voll cool. Ja, ich wünschte auch, es wäre noch so wie früher. Ja, genau. Tja, Leute, wenn ihr nach Vegas wollt, fahrt vor 20 Jahren. Jetzt ist alles irgendwie so ein bisschen unspektakulär. Die Maschinen schauen alle aus wie im Computer. Die Hotels sind cool, aber keinen Bock hat, nach Italien, nach Venedig zu fahren. Was bei uns zu Hause arguably näher ist als hier. Aber hier ist es auch ganz schön. Es gibt sogar die Gondoliere. Die schauen genauso aus. Und es gibt den Rialto und den San Marco Palazzo, Piazzo, diesen Turm. Dahinter das Mirage, das schon weg ist. Ja. Cool. Wow. Leute, wir sind im Hotel. Schaut euch mal das an. Boah. Das schaut doch aus, als ob man außen läuft. Alter, vor allem mit dem, es schaut so aus, als ob die Straße nass wäre und man so außen läuft. Hammer. Es ist so echt. Es ist der Papa hat das zerstört. Also wirklich. Ist das nicht der echte Himmel, Leute? Ach, sorry. Auf die Kamera sieht er aber schlechter aus als in echt. Ich finde, es schaut auch echt ziemlich groß. Es ist sehr, sehr schwindlig, wenn ich das anschaue. Da schaue ich nicht so genau hin. Boah, krass. Geil. Auch nice. Rolltreppe auf dem Rialto. Kommst du mit mir die Rolltreppe hoch? Ja, aber warum versteckt sich das? Weil wir machen auf dem Rialto doch immer so ein Suchbild. Weißt du, die Julia zwischen den Leuten. Schauen wir mal, ob wir sie finden. Ich sehe den Papa und die Mama. Und die Julia. Julia, hallo. Ich tanze, falls ihr euch fragt, warum die Kameraführung so wackelig geworden ist. Es ist voll die Hammermusik. Oh, hier geht eine Kurve. Oh nein. Und dann wieder nach unten. Oh nein, jetzt der Rialto von hier oben ausschaut. Schlecht. Scheint nicht so spektakulär zu sein. Jetzt ist man schief. Ah, das tut dir richtig weh im Rücken. Jetzt ist man schief. Zeig mich. Ich glaube, da müssen wir nochmal hochlaufen, um uns das anzuschauen. Früher wollte ich immer Bucket-Drummerin werden. Jetzt nicht mehr.
der Palmen. Spanische Musik besser als deutsche. Ach du meine Güte. Das hier. Ach du meine Güte. Wir laufen am Flamingo Hotel. Da gibt es was dieses Verlust. Da waren wir schon. Russia, any love before we jump over? Paris! I will do my very best. Anything on TV or anything live, it's like $5,000 clip. But today, you have a Triumph oder so ähnlich. Sänger für mein Spiel. Ja, ich verliere alles, aber ich habe das Geld Zinsen. Ich habe das Geld geschenkt bekommen. In den letzten 2 Wochen. Ich habe überhaupt nichts dafür getan. Und 2 Wochen. 2 Wochen ist nichts. Es kommt noch ein ganzes Jahr. Gibst du mir dann auch $50? Nein. Aber ich dachte, 2 Wochen sind nichts. Und wenn du mir mit einer Chance von 1 zu 1000 dann dafür was anderes gibst. Okay. Vielleicht. Ja, gib mir die $50 und vielleicht gebe ich dir dann noch 1000. Dann gebe ich dir 1000 zu. Nee, 1000 gebe ich nicht. Mit derselben Geschwindigkeit, wie du hier gewinnst. Ich gewinne heute nämlich die 25.000. Okay, ich gebe dir 25.000 mit derselben Wahrscheinlichkeit, die, wie dass du hier gewinnst. Gut. Aber mit der echten, nicht mit der, die wie es da steht. Ich werde Roulette spielen. Da ist die Wahrscheinlichkeit. Ich spiele mit dir mein Glück, dass du gewinnst und dann möchte ich 50% von deinem Gewinn. Dann weiß ich nicht, ob ich dein Glück möchte, mein Schatz. Ich gebe dir mein Glück, dass du gewinnst. Ich gebe dir mein Glück, dass du gewinnst, aber dafür nehme ich die anderen 50. Ja, zu spät. So machen wir das nicht, nee. Zu spät. Hab ich nicht. Ich habe gesagt, nee, Schatz, tut mir leid. Das war schon zu spät. Wenn ich verliere, teilen wir aber auch die Verluste, ne? 50% und 50%. Klar. Ich gebe dir mein Glück. Ja. Wenn du es missbrauchst, dann ist mir doch egal. Ich missbrauch's ja nicht. Die Verluste werden zu 50% von der Julia und zu 50% von Ben getragen. Wie schön. Gut, dass wir das haben. Nee, ich wenn erklärt, ihr 50% gewinnen wollt, müsst ihr auch 50% Verlust tragen. Ich gesagt, ich das ist die Glück, Regel. Was mach ich jetzt? Jetzt machst du den Hebel. Den Hebel? Ja. Wirklich? Ja. Sicher? Ja. So? Ja. Jetzt kommt rein. Ich glaube, ich muss hier drücken. Ah, du musst Bet 1. Ja. Jetzt Credit accepted. Jetzt machst du es. Nee, spinnen. Oh. Jetzt hast du das 3 rote, 3 gelbe, 3 irgendwas kommen. Aber es ist hier gar nichts. Nee. Noch schon weg jetzt, 1 Euro schon weg. Ja, schon. Dann Bet 1. Ja. Jetzt? Ja. Das ist ja voll die Abzocke. Ja, das ist 5 Euro sind weg. Bin ich. Es ist so ein Spiel. Ja. Ja, und jetzt drück alles, was du hast. Ja? Oh? Ja? Ja? Super. Jetzt hast du wieder 4 Credits. Hast du die 2 gewonnen? Ja? Nice, check. Nochmal. Vor der letzte, oder? Ein Nassauer. Nein. Die 3, die müssen alle 3 in der gleichen, in der Payline. Ja, 146.000. Los! Oh. Das war nicht so spannend, wenn ich gesagt hatte. Roulette-Tischen, wo ich hin wollte, wo mit Menschen sind und das nicht nur so Computer sind, wollen die alle so $20 Minimum, da sehe ich mich jetzt finanziell nicht. War irgendwie nicht so spannend. Nee, man kriegt auch, ich dachte auch ehrlich, man kriegt so kleine Münzen, wie man dann irgendwo einwerfen muss. Und dann gewinnt man auch mal was und hat so... Ich habe ja was gewonnen, Entschuldigung. Ja. 2 Credits, aber das ist halt nur digital. Ich wollte so 2 kleine Münzen, die ich dann nochmal einwerfen kann. Das nervt mich ein bisschen. Ich dachte, das ist so ein bisschen interaktiver, das Erlebnis. Naja.
die Leute sind voll dabei beim Zocken.